Hey Sporties! Hey Sporties! Zu unserem vielfältigen Sportprogramm gehört natürlich auch die richtige Ernährung. Wir zeigen euch unsere Lieblingstipps, die Sportmacher Top 3 Sportsnacks. Beim Sport verbraucht unser Körper viel Energie und braucht dementsprechend auch schnell neue. Und die hier liefert sie ihm, die Bananen. Unser Körper kann die Energie aus den Bananen in Treibstoff umwandeln. Die zieht er sich aus den Kohlenhydraten. Und je reifer die Bananen, desto mehr Energie liefern sie. Wie jetzt hier diese, die hat schon braune Stellen und so braune Punkte. Deswegen gibt es auch bei Ausdauerläufen, wie zum Beispiel Halbmarathon, Marathon, die sich wirklich über einen großen Zeitraum strecken, extra Stände für die Läufer und Läuferinnen, damit sie auf den letzten Kilometern noch mal so richtig Power bekommen. Aber mir persönlich liegen zu viele Bananen sehr schwer im Magen und deswegen reicht mir eine halbe oder eine ganze vorm Training. Ich mag Bananen beim Sport super gerne, zumal sie super handlich sind. Man kann sie überall gut einpacken und mitnehmen. Und wusstest du eigentlich, dass man die Bananen am einfachsten von der hinteren Seite schält? Und zwar einfach hier reindrücken und dann nach oben ziehen. Geht viel einfacher. Und die Fäden bleiben nicht hängen. Und das machen die Affen übrigens auch so. Ich würde mal sagen, weit rein, oder? Oh ja. Erster! Jetzt Sit-Ups. Boah, nee, erstmal ein Schluck Wasser. Wasser ist für den Körper sowieso immer wichtig. Zum einen unterstützt es ihn bei seiner Arbeit und zum anderen verlieren wir gerade beim Sport richtig viel Flüssigkeit über das Schwitzen. Und die muss natürlich irgendwie wieder rein, ne? Ja, deswegen ist es wichtig, beim Sport auch Pausen einzubauen, um zu trinken. Ich persönlich bevorzuge Wasser ohne Kohlensäure, denn die löscht den Durst am besten. Und die Kohlensäure, die bläht unseren Bauch außerdem nämlich auch auf. Und dadurch fühlen wir uns ein bisschen voller und trinken auch nicht so viel, wie wenn wir ohne Kohlensäure trinken. Als kleinen Tipp kann man auch Ingwerstücke ins Wasser tun, die bei Muskelkater helfen. Denn in so einer Ingwerknolle sind Schafstoffe enthalten, die die Schmerzen lindern sollen. Hm. Bisschen Wasser. Okay, Stefan, los geht's. Los geht's. Boah, ich bin platt. Und genauso platt und müde wie wir sind auch unsere Muckis. Und da helfen am besten Nüsse. Nüsse wie Cashews und Erdnüsse haben super viel Eiweiß, also Proteine. Und Proteine sind der wichtigste Nährstoffbaustein für Muskelwachstum. Also viel Nüsse essen hilft für den Muskelaufbau. Und nicht nur dafür, sondern die Nüsse helfen euch auch dabei, die verlorene Kraft wiederzubekommen. Ja, und die schmecken nicht nur super lecker, sondern sind auch ein klasse Snack für zwischendurch. Mir persönlich reicht eine Handvoll Nüsse am Tag, die liefern mir genügend Energie. Stefan, fang! Laura, fang! Schmackofatz! Noch mehr Sportmacher-Videos findet ihr wie immer auf zdftv.de oder in der TV-App. Da findet ihr unter anderem auch die Power-Übung und die Top 3 Motivationsübungen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Mach es gesund, oder wie war das nochmal? Yes, yes!